Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir uns nur als Ventier spielen können. Und zwar bin ich da schon mal auf meinem Ventier-Char. Wir wollen uns heute den Erfolg Rendels großer Tag anschauen. Und hierfür müssen wir bei Rendel ein paar Hüte abgeben. Das sind insgesamt 4 Stück. Die Krone des Rechtschaffenden, Fee-Festmaske haben wir dann, festlicher rosa Hut und rote Kopfkerze. Das sind 4 Items, die wir bei Rendel abgeben können. Und das können wir nur machen, wenn wir A, Ventier sind und B, einmal den Gluthof gebaut haben. Und wenn wir den Gluthof gebaut haben, dann müssen wir oben quasi einmal hier bei unserem Gluthof-Dude auswählen, dass wir Rendel als Gast haben möchten. Und wenn wir das getan haben, dann können wir quasi eine Quest hier bei ihm annehmen und bei ihm einen von diesen 4 Hüten abgeben. So, jetzt habt ihr vielleicht ähnlich wie ich das Problem gehabt, dass ihr dieses Achievement nicht gemacht habt, dass ihr immer den günstigsten Hut abgegeben habt. In meinem Fall war es dieser rosa Hut, ne? Den habe ich jedes Mal abgegeben, habe den auf Max hochgeballert und wenn man den auf Max hochgeballert hatte, dann hat man den durchgehend freigeschalten und musste quasi die Quest nicht mehr machen. Das Problem ist, wenn man das getan hat, dann konnte man natürlich diese Hüte nicht mehr abgeben, weil man hat ihn ja schon quasi auf Max freigeschalten und dementsprechend konnte man die Achievement nicht machen. Blizzard hat es mittlerweile gefixt. Jetzt kann man, obwohl man den Typen auf Max hat, dementsprechend das Achievement machen. Man konnte sogar nicht mal mit einem Twink oder mit einem zweiten Account das Achievement mehr machen, weil diese Freischaltung accountweit ist, ne? Deswegen konnte ich jetzt über ein Jahr den Erfolg leider nicht angehen, beziehungsweise dreiviertel Jahr, solange ist die Expansion noch nicht draußen. Und jetzt geht's tatsächlich wieder. Gut, sei es drum, also wenn ihr den noch nicht auf Max habt, ist es jetzt das gleiche, ihr müsst einfach diese 4 Hüte abgeben und wenn ihr die ganze Zeit auf Max habt, dann jetzt die gute Nachricht, ihr könnt das Achievement jetzt Gott sei Dank wieder machen, weil Blizzard nach einem halben, dreiviertel Jahr jetzt endlich gefixt bekommen hat. Gut, wo kriegen wir diese Hüte her? Die kriegen wir über die verschiedenen Berufe her und zwar kann der Schneider einmal den festlichen rosa Hut bauen. Ihr seht, die Matzen marginal. Die könnt ihr auch im Auktionshaus kaufen. Wenn ihr euch das selber herstellt oder herstellen lasst, ist es halt wesentlich günstiger. Also die Mattkosten sind hier vielleicht 20 Gold zusammen und im AH kostet er 1000 Gold. Ja? Deswegen sollte man sich überlegen, wenn man jetzt knapp bei Kasse ist, kauft man sich den oder stellt man sich den selber her oder sucht sich, wer der denn herstellen kann. Die anderen Items, die kriegen wir auch über Berufe und zwar ein Alchi kann einmal die rote Kopfkerze herstellen, einen Inschriftenkunder kann die Feenfestmaske herstellen und einen Juwelenschleifer kann einmal die Krone des Rechtschaffens herstellen. Ich war jetzt ehrlich gesagt faul, habe mir die jetzt kurz im Auktionshaus rausgekauft und ihr seht, die haben wir jetzt hier alle schon im Inventar. Bei mir auf dem Server haben die so zwischen 1000 und 2000 Gold gekostet. Ne? Ich glaube, wenn man sich die herstellt, wird das wahrscheinlich 100 Gold rum sein, auch bei den anderen Berufen. Gut, die können wir jetzt quasi einfach abgeben. Ruf kriegen wir dafür keinen oder irgendwas freischalten können wir dadurch dementsprechend auch nicht, aber wir kriegen dann hier einmal das Achievement und dementsprechend sind wir damit auch am Ende von dem kleinen Guide-Video. Eins sollte ich vielleicht noch erwähnen, es kann sein, dass ihr den Gluthof auf 2 oder sogar auf 3 braucht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, auf welchen Slot Rendel war. Also es gibt bei dem Gluthof, könnt ihr ja diese Anhänger auswählen und am Anfang könnt ihr halt einen Anhänger auswählen, der einen Gluthof besiegt und wenn er den Gluthof auf 2 ausbaut, kriegt er 2 Anhänger. Ich glaube, wenn er auf 3 aufbaut, könnt ihr 3 Anhänger und so weiter. Ne? Auf dem letzten Slot war er, glaube ich, nicht, aber es könnte sein, dass er den Gluthof auf 2 oder 3 braucht. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Da müsst ihr einfach mal nachschauen, wann ihr Rendel als Gast einmal auswählen könnt. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Vielleicht noch halt, bevor ich jetzt einmal rausgehe, ich gehe jetzt nochmal durch die Portale. Also hier sind wir quasi im Order Hall von den, oder in der Paktzentrale von den Ventier. Ne? Hier ist der normale Floor, wo ihr das Anima-Ding habt und den Tisch hinten auf der anderen Seite. Und wenn ihr hier durch das Portal quasi geht, also durch diesen Spiegel, dann ist Rendel auf dem unteren Bereich quasi. Und zwar hier links drin, falls ihr da Probleme habt, ihn zu finden. Dort steht er dran, also da, wo man auch den Anima-Conductor hat, wo man hier so Sachen auswählen kann. Gut, so, jetzt sollte soweit alles klar sein. Sollten noch Fragen bestehen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.